Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted. Ja, das Tor, was wir geöffnet haben, Freunde, ist bin direkt geöffnet. hinter dir. Und wir sitzen, warum auch immer, in diesem Wagen. Ich weiß nicht, was das immer für Mal los. komische Dinger Kommst du? sind. Ja, bin dabei. Sobald man speichert und rausgeht, dass die einen irgendwie zurückbuggen oder so. Wir standen ja schon oben, sind wir ja schon halb da durchgegangen. Durch die Öffnung und haben, also das haben wir ja schon geöffnet. Also benutzt hier, das haben wir geöffnet. Ja, und trotzdem haben sie uns zurück ins Auto gesetzt. Egal. Muss man nicht überlegen, weil Spiel. Oh. Schön. Ich würde sagen, der Weg zurück wäre dann wohl auch versperrt. Ja, wären wir nur ein paar Meter weiter direkt reingegangen, dann wären wir wahrscheinlich jetzt nicht im Auto ausgekommen, so wie es aussieht. Ich finde es immer noch so wunderschön hier. Mädel, darfst gerne noch ein paar Schritte weiter gehen. Willkommen im Stadtkern von Halebid. Im letzten bekannten Ruheort von Ganeshas Stoßzahn. Spektakulär. Was? Sieht es nicht aus, als wäre da ein Damm oder so zwischen den beiden Ganesha-Statuen? Vielleicht vom Wasserfall weggespült. Und wie kommen wir dann rein? Moment. Ja, sieh dir die Krone an. Das war keine Erosion. Du hast recht. Vielleicht war das ein Wachturm? Bestimmt kamen so die Perser rein. Ich habe von diesem Ort schon so lange gehört. Und jetzt sehe ich ihn mit eigenen Augen. Mach doch ein Foto und schick es deinem Dad. Tolle Idee. Was? Sag bloß, du kannst keinen Computer bedienen. Dann mach ein Foto und zeig's ihm persönlich. Nein, es ist nur ein paar Jahrzehnte zu spät dafür. Hör zu, ich. Oh Gott, bitte nicht. Alles gut. Wollen wir jetzt nach Halebid? Ja. Komm. Ja, und damit sind wir dann in Kapitel 5, die große Schlacht. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Sind wir jetzt nur noch am Ballern oder dürfen wir auch das Spiel ein bisschen spielen? Also Das jetzt im ist Sinne von wirklich Rätsel echt, lösen und so. was alles dafür benötigt wurde. Die Handwerker, die Jetzt lauf doch Baumeister. mal. Ja, ihre Arbeit steht noch. Aber sie sind weg. Ihr König hätte mit seinem Geld wohl besser sein Volk beschützen und nicht sein gutes Ziel abgeben sollen. Also bis auf dass das Wasser so ein bisschen flockig aussieht, muss man ja ganz ehrlich sagen, es sieht richtig, richtig toll aus, ne? Sind natürlich jetzt nicht die neuesten Grafik, ja, was soll ich sagen, Systeme in diesem Spiel verbaut worden, aber also dieses, ne, nicht DLL, wie heißt das nochmal? Muss ich hier runter? Denke, oder? Wo ist sie jetzt hingesprungen? Ich habe Hallo? gerade nach unten gefunden. Okay, das war vielleicht. Ja, ist okay. Ich dachte, wenn die da runterspringen kann, kann ich das auch. Aber offenbar hat sie eine Seite gefunden, wo sie einfach so runterspringen kann. Okay, na gut, von mir aus. Machen wir die das doch Treppe auch. nach unten gefunden. Oder das, was üblich ist. Eine Idee, wie wir zur Krone kommen? Hast du den Helikopter dabei? Zu Hause vergessen. Mist. Dann klettern wir wohl. Okay, dann klettern wir. Moment, hier sind Treppen, da durften wir wahrscheinlich nicht runter.
Wenn ich mich hier jetzt wieder runterfallen lasse und dabei jetzt draufgehe, Mädel. Okay, dann spring du mal vor. Genau, das ist gut. Ich bin ja... Was macht die denn jetzt? Ich bin ja eben schon... Sag mal, lass dich doch einfach mal von der Kante runterhängen. Wir können rüberschwingen. Ich bin ja eben schon gestorben, als ich hier rum wollte. So. Das okay. Wollte ich eigentlich sagen. Du zuerst. Ja, wenn sie sich bewegen würde, würde ich es machen. Die Frage ist, muss ich mich da festhalten? Wahrscheinlich. Ich hoffe. Nein, natürlich nicht. Ich liebe solche Momente, wenn die Leute sagen, dass wir uns rüberschwingen sollen. Okay. Zuerst. Man dann automatisch in die Richtung schwingt und nicht in die Richtung, wo man vielleicht hin soll. Oh, das ist ein Geheimnis. Halt dich fest! Oh. Aber wo ist das Geheimnis? Ja, okay. Und jetzt? Such einen Weg hoch. Das ist oben drüber, ne? Habe ich mir schon fast gedacht. Aber die Frage ist, da haben wir einen Weg hoch. Aber die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Also hier hoch. Oder ging das jetzt tatsächlich nur? Das wäre jetzt richtig blöd. Also ich wette fast um alles, dass das Ding über mir ist. Weil hier unten ja nichts blinkt. Das Problem ist nur, ich komme jetzt wahrscheinlich nicht mehr zu dem Ast rüber. Ich versuche es trotzdem nochmal eben. Nee, natürlich kommt man nicht mehr rüber. Hallo? Wo bin ich jetzt? Spiel? Ach, ich bin von außen. Ach so. Das Spiel hat Erbarmen mit mir, so wie es aussieht. Oder? Such einen Weg hoch. Genau, such einen Weg hoch. Ich gucke in der Zeit mal nach dem Schatz. Finde aber ein Foto. Man kann unter den Wasserfällen etwas gebaut sehen. Oh, du hast recht. Okay. Es ist aber doof. Ich wollte jetzt nicht, dass sie mit hochkommen. Ach nee, wir sind auch gar nicht oben. Das Spiel ist doof. Es sei denn natürlich, dass der Schatz ganz oben ist. Mal hoch. Ja, naja. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja auch so noch hin. Okay. Da können wir rüber. Aber und wir kommen gleich näher. Aber da wollen wir nicht hin. Wollen wir auf die andere Seite? Ich bin mir nicht sicher. Nein! Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Jetzt, wo ich oben bin, ist der Schatz unten. Ist das euer Ernst? Aber das ist... Ach so, das ist aber trotzdem oberhalb von dem... ja, ja, okay. Okay. Nee, dann ist gut. Oh, war das jetzt eine Tortur hier? Ehrlich. Okay. Dann können wir jetzt hier nochmal hoch. Und ich denke, von hier oben müssten wir dann da, genau. Müssten wir dann rüberkommen. Aber wohin? Das ist jetzt die Frage. Da hinten sieht das aus wie ein Weg. Aber ich denke mal, da wollen die wahrscheinlich nicht hin. Ich denke mal, die wollen irgendwo da Richtung Hand oder so, ne? Weil die wollen ja da hinten, da wo der Staudamm in Anführungszeichen mal war. Wollen sie ja hin? Ja, komm, ich nehme lieber noch mal ein bisschen... Ja, okay. Verzeihung. So, Frage ist jetzt, wie kommen wir jetzt hier weiter, ne? Das sieht gut aus hier. Ja, komm, zieh dich hoch. Hier oben, komme. Dann. Es ist sehr schwer, muss ich sagen, mit einem Controller, der sich immer selber steuert. Also der die
Kannst du mal weggehen? Ja. Du blöde Kuh. Das fragst du mich immer wieder. Wir sparen viel Zeit, wenn du einfach annimmst, dass es das nicht ist. Vor allen Dingen kann das Ganze nicht sicher sein, wenn sie mich so am Wegboxen ist. Es ist übrigens definitiv nicht sicher. Habe ich gesehen. Kommst du hier wieder hoch? Ja, geh weiter. Ich hol dich ein. Irgendwie, ne? Ja, dann geh halt hoch, wenn du dich nicht bewegen kannst. Ah, kann sie doch. Okay. Muss man hier... Sieht fast aus wie eine Schildkröte. Ja, kriegst du es doch hin? Okay. Ja, ich hab dich. Nein, du hast mich nicht. Dafür müsste ich erstmal in deiner Nähe sein, um mich zu haben. Komm hoch! Nur weil du bitte gesagt hast. Hab ich aber gar nicht. Du meintest doch, Ganesha wäre der Entferner der Hindernisse. Er stellt dir aber liebend gern welche in den Weg, wenn er es für notwendig hält. Haben die Häuserler ihn deshalb für Hallebit ausgewählt? Er wird auch der Wohltatenschenkende genannt. Man bittet ihn um Erfolg und Reichtum. Verstanden. Das ist cool. Okay. Ich weiß nicht, warum ich nicht zu ihr hoch darf. Keine Ahnung. Es scheint aber der einzige Weg zu sein, wo ich überhaupt rum kann. Ach, jetzt auf einmal darf ich hoch. Nur wenn ich rede, darf ich nicht hoch, oder was? Das ist ja blöd gemacht. So, wir haben aber auch nichts, wo... Doch, da. Aber wo sollen wir hin? Der einzige Weg rüber? Ja. Ich habe so eine ganz, ganz üble Befürchtung. Oh mein Gott. Na, macht Spaß da drüben? Na und ob? Ja, sie visiert es mal wieder nicht an. Fraser! Der einzige Weg rüber. Ja. Wenn ich aber doch nicht auf den Ast drauf soll, wo soll ich denn dann hin? Na und ob? Also ich kann nur da komme ich ja her. Ich denke nicht, dass ich hier am Wasser entlang... Ich kann nur auf den Ast, aber wieso konnte ich den nicht anvisieren? Ach, jetzt auf einmal kann sie. Okay, manchmal muss man es wirklich nicht verstehen. Macht Spaß, oder? Das war das Verrückteste, was ich hier getan habe. Ist das gut oder ist das schlecht? Ich denke noch drüber nach. Mädel? So. Also wir gehen nicht direkt zum... Jetzt steht die wieder mitten im Weg. Das ist so nervig. Man kann auch keinen vernünftigen Anlauf dann nehmen, weil die so dumm im Weg rumsteht. Okay, aber immerhin schaffen wir es noch. Du machst das ganz toll, Schätzchen. Danke. Wird es noch besser gehen, wenn wir auf der Krone sind. Ich bin überrascht, dass wir Astarth noch nicht gesehen haben. Klopf auf Holz. Oh, er ist in der Nähe. Ich bezweifle, dass wir ihn hier oben treffen werden. Warum? Er hat nicht den Mumm, so weit hochzuklettern. Mittel. Wieso kann die hier nirgendwo hoch? Müssen wir irgendwo anders hin? Okay, wir müssen irgendwo anders hin. Ich denke auch, dass wir da hoch müssen. Oder auch... Doch, Moment, da können wir. Da könnten wir theoretisch, wenn sie denn es schaffen würde, ihre Arme nach oben zu bewegen. Da hat sie ja immer leichte Probleme mit, wenn es darum geht zu klettern. Sie darf das irgendwie nur an speziellen... in speziellen Situationen. Moment, da müssen wir... Dum, 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 dum. Da können wir noch rüber. Ich liebe irgendwie dieses Klettersystem von Tomb Raider. Das Problem ist nur, sie möchte nicht so ganz dahin, wo ich gerade hin will. Ja, immer noch nach rechts. Ich glaube, ich habe einen Platz entdeckt, von dem wir uns zur Krone schwingen können. Nur noch ein bisschen weiter. Oh, shit.
Vielen Dank. Schnell, kletter hoch. Ich rutsche. Ich wollte gerade sagen, halte ich bloß nicht an den Dingern fest, anstatt an ihr. Was sagst du? Beeindruckend. Ja. Yeah. Also, wie kommen wir hier wieder runter? Ist das jetzt mein Part? Oh, diese Übergänge, ne? Wo man überhaupt nicht weiß, dass man gerade wieder spielen soll. Immer mit der Ruhe. So, mit dem Ding sollen wir uns zur Krone rüber hangeln. Hallo, springst du mal? Die Frage ist nur, okay. Mal gucken, ob es das diesmal annimmt. Links ist eine Kante, ne? Dann gehen wir noch da hoch. Nein, hoch habe ich gesagt. Wir sollen noch höher, ne? Okay. Hier oben ist es stabiler. Beschrei es nicht. Wollte ich auch gerade sagen. Du darfst gerne noch ein Stück weiter, wenn ich die ganze Zeit nach rechts drücke mit dem Controller. Ja, das hast du jetzt davon, Mädel. Du sollst rüber. So. Das ist unser Weg rein. Dank der persischen Armee. Das heißt, soll ich mich jetzt fallen lassen? Vermutlich. Wow, guter Schuss. Die Perser hatten wohl ein Trebuchet. Trebuchet? Kannst du nicht einfach Katapult sagen, wie jeder andere auch? Ein Trebuchet ist eine Form des Katapults. Es kann mit schweren Geschossen beladen werden wie dieses und sie weiter schleudern. Aha, das lernt man beim Militär? Hab's auf Wikipedia nachgelesen. Wie jeder andere auch. Ja, dabei weiß ja jeder, dass Wikipedia nicht unbedingt die Wahrheit sagt. Wobei in solchen sachlichen Dingen, denke ich mir mal, stimmt das schon. Größtenteils zumindest. Wow, das ist alles in der Statue drin. Das ist cool. Soweit? Nach dir? Okay. Frage ist, wo soll ich hin? Unglaublich. Unsere alten Freunde, Parashurama und Ganesha. Freunde? Sieht aus, als ob sie kämpfen. Wenn die Hindu-Götter keine Dämonen bekämpfen, kämpfen sie manchmal gegeneinander. Das ist kein fairer Kampf. Ganesha kämpft mit bloßen Händen. Vielleicht einfach nicht sein Stil. Okay. Das ist ja geil. Also ihr... Ich wollte gerade sagen, ihr Seil scheint unendlich lang zu sein. Ja, aber das Problem ist, hier finden wir doch nirgendwo Halt. Wo sind wir denn hier? Da oben an der Seite vielleicht noch? Oder da unten? Ja, ganz unten hätte ich sonst noch. Ich kann aber... Da unten ist noch was am Baum. Ich darf aber nicht schaukeln. Wieso darf ich nicht schaukeln? Nein, ich will nach da oben schaukeln. Ja, ich darf nicht schaukeln. Keine Ahnung, warum. Probieren wir einfach mal aus, das zu machen, was wir nicht machen sollten. Oh, oder doch? Okay, unten links ist noch ein Geheimnis. Ja, springen, komm. So, die Frage ist jetzt, wenn ich hier drauf bin, komme ich dann nicht hin, ne? Sieht ganz danach aus. Die Frage ist, ist das jetzt zu hoch? Ja, natürlich ist es zu hoch. War ja klar. Haben Sie das alles hier aus dem Berg herausgehauen? Sieht ganz danach aus. Ja, wo kommst du denn jetzt her?
da unten ist Wasser oder was? Willst du mich veräppeln? Halt. Nein, geh da hin. So, jetzt können wir erstmal zum Schatz gehen. Den hatte ich irgendwo hier gesehen. Doch, da. Sehr schön. Und dann ist die große Frage, müssen wir durchs Wasser? Sie haben die Tür versperrt. Hat Ihnen auch nicht geholfen. Sie haben wohl nicht damit gerechnet, dass die Persen von oben kommen. Man sollte meinen, bei der dritten Invasion wären sie vorbereitet gewesen. Sie dachten wohl nicht, dass jemand sie besiegen könnte. Dritte Invasion, na super. Also ich tippe jetzt mal darauf, dass wir durchs Wasser müssen, damit wir einen Weg finden. Oh ne. Also durchs Wasser schon irgendwie. Hier durch. Direkt hinter dir. Sieh mal, Rüstungen. Du hattest recht, Nadine. Manchmal bin ich in Form. Ist das alles persisch? Scheinen sowohl die Hostale als auch die Perser gewesen zu sein. Die erste Verteidigungslinie. Ach, das ist Wasser. Oh. Wieso hat Wasser das gleiche Blinken wie die Schätze? Das sieht doch schon besser aus. Und wo ist hier der Schatz? Geh doch mal ein Stück weiter. Da wird es... Ah! Okay, der hat von Anfang an nicht geblinkt. Der war jetzt wirklich gut versteckt. Das Armband ist aber genial, muss ich sagen. Wirklich hey, genial. Eine von diesen Türen. Mal sehen. Oh gut, das funktioniert ja. Na also, schön ein wenig Licht zu haben. Wie in einer Krypta. Ja, da haben wir jetzt das Licht, von dem sie immer gesprochen Krypten hat, ja? Und Begräbnisse sind nicht wirklich hinduistisch. Sie bevorzugen Feuerbestattungen. Das ist eine wunderschöne Zeremonie. Antyesti, in Sanskrit letztes Opfer. Opfer? Die Idee ist, dass unsere Körper nur geliehene Hüllen sind und sie zurückgegeben werden, damit sie anderen helfen. Ein hübscher Gedanke. Zu spät für diese armen Schweine. Damit sie anderen helfen. Okay, den Teil habe ich bisher noch nie gehört. Da können wir hoch. Jo, was anderes können wir hier anscheinend nicht machen. Hey, hier oben. Zum Teufel. Oh Gott. Das war er. Ihr letzter Kampf. Ah, aber ihr Reich konnten sie nicht retten. Aber ihr Verlust ist unser Gewinn. Okay. Lauf mal eben durch so ein Dolch durch, kein Thema. Da ist unser Weg rein. Ja, dachte ich zuerst auch, bis ich es gesehen habe. Nadine, hilfst du mir mal mit dem hier? Klar. Komm, halt das Haus. Na bitte. Verzeihung. Tut mir leid. Wir sind sicher nah dran. Hoffentlich näher als diese Typen. Okay, hier ist nichts. Da hinten ist eine Kammer. Da ist auch nichts. Ich warte ja immer noch darauf, dass irgendwelche Fallen hier sind. Das setzt hoffentlich nicht das Wasser in Gang. Naja, das ist okay. Solange das Wasser nicht reinkommt, ist alles gut. Das ist mal was anderes. Was ist das alles? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es ist ein Sperrmechanismus zum Öffnen dieser Tür. Okay, da links haben wir Shiva, der Parashurama die Axt gibt. Und hier rechts haben wir Parashurama... der Ganesha den Stoßzahn abhackt. Warte, mit der Axt? Ja.
Die Shiva, Ganeshas Vater, Parashurama geschenkt hat? Ja. Echt verkorkst. Familie eben. Komm, versuchen wir die Tür zu öffnen. Wie funktioniert das alles? Tja, das müssen wir wohl unterwegs rausfinden. Unterwegs? Okay. Also, wir haben drei Mal Hebel. Sehen, was passiert. Okay. Das Teil wurde von mir weggeschoben. Sein Schatten auch. Okay. Also. Wir müssen die so. Versuchen geht der wieder das an seine normale Position, wenn ich das nochmal mache? Lieber mit dir? Anscheinend nicht. Ich weiß, was ich sehe. Die Schatten passen zu den Wandbildern. Okay, ich muss sie alle ausrichten. Das sieht nach Spaß aus. Hm. Aber wieso kriege ich das nicht mehr zurück? Oh. Oh je. Das ist aber die richtige, die da reinkommt, ne? Wo ist denn die Axt? Moment. Das ist die Axt, ne? Die müsste eins weiter nach da. Für mich persönlich wäre das gut. Aber es hat nichts geholfen, oder? Oder muss wirklich beides erstmal da sein? Da müsste der Typ mit der Axt... Wer ist denn das jetzt hier? Das ist der hier, ne? Der müsste dann quasi einen Schritt zurück. Wo jetzt... Das ist ja blöd. Da muss man die jetzt auch noch alle... Oh, nee. Moment, dann machen wir... Was ist das denn für einer? Das war jetzt die Axt da hinten, ne? Oh, ich will die, die eigentlich richtig stehen, will ich jetzt eigentlich nicht nochmal extra verschieben. Den müssen wir auf jeden Fall eins zurück verschieben. Das Problem ist, dann wird der auch eins zurück verschoben. Okay. Jetzt? Was ist das denn? Das ist der Stoßzahn. Wo ist denn der hier? Stoßzahn? Ach, die Axt von der anderen Seite ist der Stoßzahn. Ach so. Okay. Machen wir das rein. Und jetzt? Nee, jetzt. Wieso ist der Stoßzahn jetzt links? Ach, der ist ganz durchgegangen. Oh, das ist ja blöd. Der sollte eigentlich nicht komplett durchgehen, da sollte nur eins durchgehen. Das heißt, den müssen wir jetzt erstmal mit irgendwas blockieren. So. Oh oh, das war jetzt aber nicht so gut, weil da muss ich das andere wieder... Das ist richtig, richtig doof. Also an sich ist es einfach, aber das ist richtig, richtig doof mit diesen Hin und Her Rumgemacher. Wir müssen sie irgendwie wieder nach außen kriegen. Gleichzeitig muss die Axt aber auch in der Mitte bleiben. Boah, geh mir doch einfach mal aus dem Weg, Mann. Ich kann mich hier nicht bewegen oder umsehen, ohne dass die blöde Kuh vor meiner Nase rumläuft. Echt. Jetzt bin ich wieder ganz raus bei dem, was ich gedacht habe. Das ist doch bescheuert, ganz ehrlich.
das erstmal rüber. Wie das rüber, weil das muss ganz an Anfang, ne? So. Kommst du voran? Ja, ja, ich komme voran. Ich schluck noch meinen Stolz runter. Du musst die Teile bewegen, damit die Schatten zu den Formen auf dem Wandbild passen. Nee, echt? Links sollten es anscheinend Shiva, die Axt und Parashurama sein. Das ist jetzt richtig. Nee, das ist. Das sieht jetzt aus, als ob der Stoßzahn bei beiden drin steht. Der in der Mitte muss ganz zum Ende. Das heißt, ich müsste. Och, jetzt mach schon. Den einmal rüber tun. Und den ganz zum Ende machen. So dass der wieder dahin kommt. Warum haben wir jetzt da die Axt drin? Ach so, weil er die Axt sowieso hatte, so wie es aussieht. Ist das denn jetzt nicht richtig? Der steht noch auf einer falschen Position, oder? Der ist aber doch in der Mitte. Der ist doch jetzt genauso, wo wir den haben wollten. Die ist richtig. Der rechte ist richtig. Der rechte hinten ist richtig. Aber irgendwas stimmt mit der Mitte nicht so ganz. Das soll aber doch der Zahn sein. Den muss ich doch auch nicht vergrößern, oder? Der sollte doch in die Mitte gehen. Oder vertue ich mich jetzt da? Die hat aber auch nicht gesagt, dass es irgendwo Klick gemacht hat oder so. Muss man das an der Tür eventuell? Ich denke mal, die geht selber auf, ne? Ich hasse solche Rätsel. Das sieht aus, als ob das jetzt richtig ist, aber trotzdem ist es nicht richtig. Also der rechts, das ganz rechte steht richtig. Ach so, das ist, weil der so da drüber... Ach, der muss in die Mitte. Kann das sein? Dann ist der das zweite Teil sozusagen von dem Horn. Aber dann müsste es noch ein zweites Teil von der Axt geben, vom Schatten her. Aber wenn ich den jetzt in die Mitte mache, dann ist doch da hinten das nicht mehr richtig. Wir probieren das jetzt einfach mal eben. Wir schmeißen das mal kurz zur Seite. Tun den eben in die Mitte. Dann passt der da und da. Okay, aber dann ist die Axt immer noch irgendwie nicht richtig. Was ist mit der Axt? Muss ich die näher ranmachen? Ach, geh mir mal aus dem Weg, ey. Wenn ich die aber näher ranmache, dann passt das wieder nicht mit dem Horn. Oder? Theoretisch. Also ich würde jetzt sagen, da das auch so genauso eingekerbt ist, dass das hintereinander stehen muss. Das heißt, wenn ich das näher ranmache, dann passt das mit dem Horn wieder nicht. Ich kann es aber trotzdem mal probieren. Ach, das ist doch scheiße. Komm, beweg dich. Nee, 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 da fehlt irgendwas, fehlt da mit der Axt. Das war schon richtig, dass das in der Mitte steht. In die Mitte muss. Blockiere es mit einem anderen Teil. Ja, ach nee. Ist ja toll, dass dir das auch mal aufgefallen ist. Jetzt stand das natürlich so perfekt. Ah, jetzt ist auch der Schatten da hinten rechts, genau. Aber ich verstehe nicht, warum das dann mit der Axt falsch ist.
Weil die Axt ist ja das einzige Teil, was dann in der Mitte steht. Es sei denn, vielleicht, dass wir den noch eins zurückmachen müssten. Ich habe eine Idee. Ja, das ist toll. Hilf mir. Okay. Nein, hilf mir nicht. Der Axt und dem Stoßzahn sollte in der Mitte des Felds sein. Ja, ach nee. Danke, Herzchen. Das wusste ich auch vorher schon. Das Problem ist, wenn ich die jetzt wieder verlege, dann sind die natürlich wieder komplett anders. Ich nehme mal eben einen Zettel. Ich weiß. Aber ich muss mal eben gucken, was ich jetzt genau wo stehen habe, damit die dann am Ende auch wieder da stehen, wo sie eigentlich stehen sollten. Also, was ist denn das hier überhaupt? So, machen wir hier mal so ein Tic-Tac-Toe-Feld. Da sind die Arme drin. Also die mit den Armen. Die Axt müsste eigentlich in der Mitte sein, so wie ich das gesagt hatte. Und was ist das für ein Typ, der... wieso kniet der? Achso, das ist der Linke, ja, ja. Der ist auf den Knien. Und die Elefantendame habe ich jetzt mit einem Fragezeichen da unten. So, die Axt wäre ja sonst in der Mitte gewesen. Da müsste ich das jetzt wieder so schieben. Es kann sich auch nur noch um Stunden handeln. Da müsste ich das jetzt so schieben, dass das jetzt wieder so kommt, wie es eben war. Aber ich das Rechte ein bisschen verschieben kann. Ja, und damit habe ich dann schon die ersten Probleme. Das müsste dann nämlich auf jeden Fall in die Mitte, weil sonst funktioniert das ja nicht mit dem anderen. So, wir versuchen das jetzt mal. Müssen wir nämlich alles jetzt kaputt machen, das ist das Problem. Boah, Mädel, wenn du dich einfach mal in die Mitte stellen könntest oder irgendwo, wo du nicht stören würdest, ne? So, dann wäre die Axt richtig. Das ist natürlich jetzt nicht richtig, weil das jetzt hier... Moment, das hatte ich jetzt aber, das müsste eigentlich in die Mitte. Das ist jetzt wieder das Problem. Was habe ich denn jetzt verschoben? Moment. Das wäre jetzt die Axt. Nee, die Axt, die muss ich in die Mitte stellen. Die in die Mitte. So. Dann ist die Axt immer noch die Axt. Und das muss ich irgendwie versuchen in die Mitte. Moment, das können wir doch eigentlich... Das einmal verschieben. Boah, Alter, geht die mir auf den Sack. So, das da rein. Das wieder nach vorne. Na, bin ich gut. Ich glaube, das war's. Geschafft. Sie ist offen. Yes. Ja, und das glücklicherweise ohne Hilfe von ihr, weil was wir machen mussten, war ja schon klar, aber ja, das war jetzt ein bisschen blöd, weil wir uns dann einmal verhaspelt hatten sozusagen. Ich würde sagen, dass wir hier aber mal eben einen kleinen Cut machen und dass wir die neue Kammer, ich will nämlich jetzt nichts triggern, indem ich da durchgehe, in der nächsten Folge machen. Bis dann, ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.